Und da sind wir zurück mit dem Boxing Day, dem Tag des Boxens hier bei TV Berlin im Mercure Hotel Moa Berlin natürlich. Meine Gäste nach wie vor ist Kalle Schwensen da, Stefan Herten und Enrico Kölling. Und Sie sehen es, wir haben die Runde noch ein bisschen erweitert. Ramona Mihailovic ist bei uns und natürlich auch Sherman Noir, unsere beiden Künstler. Wir waren gerade noch mitten im Gespräch, deswegen müssen wir da auch wieder ansetzen. Und zwar wart ihr beide so ein bisschen im Streitgespräch. Es ging darum, Kalle, du hast gesagt, jemand, der sich traut und der sagt, ich bin der Stärkste, der kommt auch zu dir und kämpft auch bei dir, weil er das Geld gewinnen will. Und Stefan sagt, na, wenn ich das Risiko habe, mit leeren Händen nach Hause zu gehen, dann ist das vielleicht doch nichts für mich. Stefan, du wolltest gerade noch was irgendwas entgegnen, bevor wir in die Pause gegangen sind. Genau, wie gesagt, ich mache Sport, natürlich, weil ich ihn liebe, jetzt bei mir halt Boxen und weil ich Geld verdienen will. Und wenn ich eine Familie habe, vielleicht einen Kredit abzubezahlen habe oder die Frau ist gerade schwanger, was auch immer, und dann mache ich 5 Kämpfe im Jahr, verliere immer knapp und verdiene damit gar keinen mühenden Taler, das wird auf Dauer auch nicht gut gehen. Und auch wenn ich nach Italien jetzt auch gehe und denke, ich schlage den Mann, es gibt doch immer einen, gegen den man verlieren wird oder nicht gewinnen kann. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Wie gesagt, Antrittsprämie und Siegprämie, wenn man das so ein bisschen staffeln würde, wäre wahrscheinlich besser. Aber wie gesagt, ich drücke da auch Kalle die Daumen, dass er sein Projekt da durchzieht. Aber ich habe halt einfach nur so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, gerade wenn man jetzt Eduard Gutknecht sieht, dass es heutzutage die Gesundheit doch schon ein bisschen vorgehen sollte. Gesundheit wird bei uns groß geschrieben. Wie gesagt, wir haben Ärzte, wir haben Sanitäter dabei. Haben die Boxer aber auch? Bitte, ja, ich sage, wird bei uns groß geschrieben. Und bei den Boxern passiert ja teilweise auch mehr als bei anderen Sportarten. Aber das will ich alles nicht schlecht reden. Nur, es gibt eben verschiedene Konzepte. Und mein Konzept ist einfach, the winner takes it all. Das ist eine ganz simple Sache und das ist, was die Leute sehen wollen. Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber die Zuschauer interessieren sich wenig darum, wie du deine Familie über die Runden kriegst, sondern die wollen einen guten Kampf sehen. Dafür gehen sie hin, dafür zahlen sie Eintrittsgeld und die 600 Euro ist nicht wenig für das, was gesamt geboten wird. Ja, Moment, bei einem anderen Weltmeisterschaftskampf, da kriegst du für 1200 Euro, die du zahlst, sitzt du als erste Reihe in der 6., 7., weil vorne die VIPs sitzen, die nichts bezahlen und am Buffet stehst du an wie bei Karstadt in der Reihe und musst im Stehen essen. Also das ist alles leistungsbezogen und das ist okay. Und niemand wird gezwungen, wir haben niemanden verpflichtet, der gegen seinen Willen, sondern die Leute, die haben sich in Massen gemeldet und wir haben da versucht, die Besten auszuwählen in Gewichtsklassen, weil wir haben natürlich auch Unterteilung, klare Gewichtsklassen, die gegeneinander antreten zu lassen und die wollen es selber wissen, die Zuschauer wollen es wissen und ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Genauso wie es Amateursport gibt, in ihrem Fußball, die spielen dafür für Ei und Appel und andere die kriegen Millionen, das ist nun mal so. Aber die spielen nicht gegeneinander. Nur noch mal das Letzte. Hier spielen ja auch nur Leute, hier sind ja Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und jeder ist von sich überzeugt. Und das ist, was die Leute wissen wollen. Die wollen jemanden sehen, der sagt, ich bin derjenige, der gewinnt und ich kann den Gegner schlagen. Und deswegen gehen die Leute zum Boxkampf. Die gehen nicht in einen normalen Boxkampf hin, um sich unterhalten zu lassen, weil das Fernsehprogramm so schlecht ist, sondern sie wollen denn hier Sport sehen, aber wollen auch Sieger sehen und möchten, dass dann jemand wirklich den hier fightet bis zum Sieg. Und das sieht man ja bei jeder Boxveranstaltung und wirklich, ich war ja so, ich glaube, es waren mehr als ein oder zwei Boxveranstaltungen, die ich in meinem Leben besucht habe und deshalb glaube ich schon einschätzen zu können, was der Zuschauer sehen möchte, der in der Halle ist, den am Fernseher, den interessiert es vielleicht gar nicht, weil der sagt, ich gehe Popcorn holen oder schalte um, aber wer in die Halle geht und sieht laue Fights, wo die Gegner einfach vom Veranstalter ausgesucht sind und du wirst ja nicht sagen können, dass es das nicht gibt. Das ist gang und gäbe so, das ist auch eine ganz normale Sache, dass wenn du eine Rahmenboxveranstaltung, einen Rahmenkampf machst in einer Boxveranstaltung, dann möchte dein Promoter, dass du einen Kampf hast für die Fightcard, für die Rangfolge und er möchte, dass du gewinnst. Also such dir einen Gegner, das wird ja nicht abgesprochen, dass er sagt, der Gegner muss umfallen, sondern er sucht einen Gegner, der gegen dich schwer gewinnen kann. Es sei denn, ist es ein Pflichtkampf, eine Titelverteidigung oder ein Titelkampf. So, dann musst du gegen die Nummer 1 gesetzten Boxer antreten. Das haben wir ja schon alles besprochen. Ist genau. Ja alles richtig. Aber ich, ein letztes Schlusswort von meiner Seite aus. Ich finde einfach, Boxen ist ja für die Fans. Und die Fans bezahlen keine 1200 Euro für die erste Reihe. Die Fans sitzen in der Ostkurve für 30 Euro. Und die können sich dann zum Beispiel so ein Event nicht leisten. Und also, Boxen ist auch fürs Volk. Aber das ist ja schon wieder ein anderes Thema. Da muss ich mal klar sagen. Also ich glaube schon, dass ich ein Fan bin. Und ich war nach London geflogen, dann hier, um Klitschko als Weltmeisterkampf zu sehen, wo es die Titel holte. Ich habe gesehen, wie Fischer
in London geboxt hat und verloren hat. Ich war in London gewesen, als Markus Beyer geboxt hat und den Titel holte. Ich bin nach Ecuador gefahren, ich bin nach Las Vegas geflogen. Alles auf eigene Kosten hier, weil ich ein Boxfan bin. Also, und ich glaube nicht, dass Boxfans nur in der Südkurve sitzen. Nee, das stimmt. Also wir wollen ja auch nicht absprechen, dass du ein Fan bist, aber es gibt natürlich verschiedene. Die alles, ja 30 alles gut. Euro. Alles gut. Das ist alles schön und gut, aber es gibt auch Leute hier, die beim Fußball die Dauerkarte 500 oder 600 oder 2000 bezahlen. Für 17 Spiele? Bitte? Ja. Für 17 Spiele aber. Ja, für 17 Spiele. Bei mir sehen Sie, kriegen Sie was zum Essen. Kalle, wo kriegst du so eine Show geboten denn hier? Also wenn wir darauf ankommen, dann können wir uns unterhalten, solange du willst denn hier. Ja. Für jedes Argument, was du hast, habe ich zwei denn hier Gegenargumente. Also okay, das ist die richtige Idee. Nee, ist alles gut. Wir sind uns einig, dass es eine super Idee ist und wir gucken uns an, was daraus wird. Wir wollen nur unsere beiden Musiker natürlich noch mit einbinden. Sherman, du, hast du schon gesagt, bist eigentlich Berliner, lebst in Florida und bist auch tatsächlich ein bisschen Kampfsportaffin bzw. vor allem boxaffin. Ja, ich war mit Uli Wegner das Länderspiel Deutschland Brasilien gesehen, das 7-1. Da haben wir beide zusammen Fußball geguckt im Strandbad über Ars. Aber ich muss mal sagen, jetzt die UFC, zum Beispiel in Amerika, kannst du nicht mehr aufhalten. Ich war stinkesauer, weil ich habe irgendwie bei ESPN irgendwie den Sportkanal dazu geholt, um Hertha zu sehen. Und dann haben sie UFC gezeigt. Und ich persönlich bin kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir erinnert mich so ein bisschen an eine Schulaufklopperei. Mag die Technik beim Boxen, finde ich schöner. Finde ich für mich persönlich. Also ist mir zu blutig, ist mir zu aggressiv. Ist nicht mein Ding. Ich weiß aber, dass eine ganz riesengroße Fangemeinde dahinter steht und ich glaube, du wirst damit richtig Umsätze machen, weil die Leute werden wissen nicht aufzuhalten. UFC marschiert in Amerika, hat endlose Einschaltquoten, aber man muss, es gibt nicht besser, nicht schlechter, nur anders und mein Ding ist es nicht, muss ich ehrlich sagen, aber funktioniert. Also, wir machen den Fight ja auch für 400 Personen, die sich dafür interessieren und nicht für 4000, die in die Halle gehen, weil sie am Wochenende nichts zu tun haben. Gut, dann nochmal kurz, Mona, zu dir, weil es jetzt ja auch gerade darum ging, da nimmt man teil, man weiß gar nicht, ob man gewinnt. Du warst bei DSDS, da ist es so ähnlich, da gewinnt auch nur einer. Gut, ihr schlagt euch nicht gegenseitig K.O., also zumindest nicht, dass ich es wüsste, oder? Nee, also K.O. schlagen tun wir uns nicht, bloß nur, ich hatte einen Battle gehabt, aber das war jetzt kein K.O. schlagen. Also es war... Aber wie ist denn da der Wettbewerb? Der Wettbewerbsgedanke ist natürlich auch sehr groß und du hast es immerhin in die Top 10 geschafft, bist Siebte geworden im letzten Jahr. Wie geht es da hinter den Kulissen zu? Naja, es ist also Konkurrenzkampf ist schon vorhanden, aber man muss schon sein Bestes geben. Also, weil dir wird halt nichts geschenkt. Alles, was du machst, ist dein Verdienst. Das ist überall im Leben so. Schon war bei dir mit Sicherheit auch nicht anders. Absolut. Aber wir sind halt die aus der Garage angefangen haben. Also wir haben wirklich den Proberaum und wir haben richtig stinkige kleine Höhlen gehabt, wo wir uns durchgerockt haben. Und halt waren dann selber verwundert, als wir unseren ersten Plattendeal bekommen haben. Und dann ging es halt bergauf, jahrelang halt bei Universal und allem. Dann bist du halt, wenn du weißt, also bist du auch nur ein Markenartikel, ob die mich verkaufen oder Waschpulver, ist völlig egal. Hauptsache die machen Kohle. Dann macht Spaß, auf jeden Fall dabei zu sein, das mal kennenzulernen. Ich kann ja auch nur wirklich ganz, ganz starke Schultern wünschen und vor allen Dingen denk daran, die Leute, die heute dich küssen, sind morgen die treten. Das gehört leider ein bisschen dazu und ich glaube, bei DSDS ist das ganz hart. Leider bleibt die Menschlichkeit immer ein bisschen auf der Strecke, aber ich wünsche euch jungen Talenten immer alles Beste und schreib eigene Songs, komm und mach dich unabhängig, das kann ich immer nur sagen. Lass es raus. Mach dich unabhängig, das gilt natürlich für alle Lebensbereiche, auch für den Kampfsport und du hast gesagt, die einen küssen, die anderen treten, bei Kalle wird auch getreten, von daher haben wir alles wieder zusammen, aber alles verbunden, geküsst unter Umständen, hinter das wissen wir nicht. Also, wir wollen jetzt aber Sherman nochmal auf der Bühne hören und zwar ist der nächste Song nicht von diesem schönen Album. Nee, so ein Klassiker, 100.000 Butterflies, da geht's auch, jeder ist in der Lage, sein Leben zu verändern, niemand hat zu bestimmen, was du zu tun hast, sondern du selbst entscheidest, wie dein Leben aussieht. Sehr schön. Dann bitte ich dich schon mal auf die Bühne. Geh bitte in die Richtung. Und währenddessen werden wir uns verabschieden. Das war Boxing Day, der Tag des Boxens hier bei TV Berlin. Vielen Dank an meine Gäste, an Kalle Schwensen. Nochmal großen Applaus. Stefan Hertel, mindestens genauso großen Applaus. Enrico Kölling natürlich, einen Riesenapplaus. Ramona Mihailovic. Und jetzt auf der Bühne Sherman Noir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und jetzt Sherman Noir für Sie. It's not too late, but to change your lifeline. It's not too late, but to break these chains.
and easy. Just try to keep your faith. There's a place across the river that you find someday. Too late.